Und damit zum Schulsystem. Da gab es in der Vergangenheit ja eher weniger gute Nachrichten, aber immerhin die Lehrer bzw. die Schulleiter in Baden-Württemberg sind zufriedener mit ihrem Job. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung und das Ganze trotz des hohen Arbeitspensums. Mit 84% Zufriedenheit liegt nämlich das Land auf dem Bundestrend. Dennoch würde aktuell rund die Hälfte der Schulleiter in Baden-Württemberg ihren Beruf wahrscheinlich nicht oder auf keinen Fall weiterempfehlen. Als größtes Problem sehen 53% der Befragten den allgemeinen Lehrkräftemangel an. Darüber hinaus stellt für immer mehr Schulleiter auch das Sozialverhalten der Kinder eine Herausforderung dar. Für die Forsa-Erhebung im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung hat das Institut zum Herbstanfang bundesweit über 1300 Schulleitungen befragt, rund 250 davon aus Baden-Württemberg. Über die Studie und die Situation auf der anderen Seite des Rheins, in Rheinland-Pfalz, hat mein Kollege Max Fischer mit dem Landesvorsitzenden des Verbands Bildung und Erziehung gesprochen. Herr Lamowski, 102 der befragten Schulleitungen kommen aus Rheinland-Pfalz. Wie bewerten Sie die Umfrage? Die Umfrage ist in Teilen sehr beängstigend und wir müssen uns wirklich Gedanken machen über die Bildungspolitik im Land Rheinland-Pfalz. Wir haben über 60% der Schulleitungen würden ihren Beruf nicht weiterempfehlen. Das ist eine Zahl, die sehr erschreckend ist, insbesondere dann, wenn man möchte, dass auch zukünftig genügend Schulleiter auf dem Markt sind. Wir haben jetzt schon die Situation, dass etwa 10% der Stellen nicht besetzt sind. Und das ist natürlich etwas, was einem sehr Sorge macht. Und man fragt sich, warum kommt man zu so einer Entscheidung als Schulleiter zu sagen, ich möchte das nicht weiterempfehlen. Sie sprechen das Warum an. Was sind denn die großen Herausforderungen in Rheinland-Pfalz? Die großen Herausforderungen sind eigentlich die, dass wir die Schulen sollen die Digitalisierung umsetzen, Ganztagsschule, Recht auf Ganztagsschule muss umgesetzt werden, die Inklusion ist ein großes Thema und wir wollen natürlich auch guten Unterricht bieten. Und all das braucht gewisse Bedingungen, um das erfüllen zu können. Und wenn Sie dann schauen, was alles fehlt, wir haben zu wenige Lehrkräfte, wir haben auch für den Nachmittagsbereich viel zu wenig Fachpersonal, wir haben im Bereich der Digitalisierung, warten wir jetzt händeringend auf den Digitalpakt 2.0, der immer noch aussteht und aufgrund der Ampel, die ja jetzt mehr als auf Rot steht im Bund, wird das auch noch länger dauern. Thema Lehrkräftemangel. Bundesweit ist da eine leichte Entspannung zu verzeichnen. Wie steht es da im Land Rheinland-Pfalz? Und Sie waren da ja auch vor Scheinlösungen. Also man muss genau hingucken, was das für Zahlen sind. Hier werden Menschen als Lehrer eingestellt, die eigentlich gar keine fertige Ausbildung haben. Wir haben mittlerweile in Rheinland-Pfalz einige Abiturienten sogar. Das heißt, die haben gerade ihr Abitur in der Tasche und werden dann vor die Klasse gestellt, weil schlicht und ergreifend kein Personal mehr da ist. Und hier muss dringend nachgesteuert werden. Wir brauchen qualifiziertes Personal für diese großen Herausforderungen. Wenn wir das nicht haben, dann wird sozusagen das Problem immer größer. Und wenn die Laien vor den Klassen stehen haben, müssen die wenigen, die noch im System sind und wirklich voll ausgebildet sind, natürlich deren Last noch mittragen und schultern. Das führt zu einer Überbelastung. Und das kann nicht Ziel und Zweck der Übung sein. Und da muss man schauen, wie schafft man das? Und im Land Rheinland-Pfalz ist es mittlerweile so, haben wir einen Höchstwert erreicht. 70% der Schulleiter geben an, dass sie jemanden bei sich im Team haben, der nicht vollständig ausgebildet ist. Und da muss nachgebessert werden. Ich habe ein Beispiel, wie man das tun kann. Wir brauchen dringend A13 für die Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz. 13 Bundesländer bezahlen diese Einstiegsbesoldung. Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg nicht. Hier muss gegengesteuert werden und zwar sofort und schnell, weil die gut ausgebildeten Lehramtsanwärter von uns wandern mittlerweile in die anderen Bundesländer ab. Und da versteht bundesweit niemand mehr und steht kopfschüttelnd davor, warum Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und das Saarland hier immer noch zurücksteht bundesweit. Stichwort Baden-Württemberg. Dort ist aus der Studie zu entnehmen, dass die Lehrer auch immer mehr das schwierige Sozialverhalten der Schüler bemängeln. Wie sieht es da in Ihrem Bundesland aus? Das ist kein vordergründiges Problem in Rheinland-Pfalz, aber es spielt sich so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, wenn man fragt bei den Schulleitern, was braucht ihr denn? Und da ist dieses Schlagwort multiprofessionelle Teams brauchen wir. Wir brauchen Schulsozialarbeit an den Schulen, wir brauchen Schulpsychologie an den Schulen und zwar nicht nur punktuell, stundenweise oder an einem, zwei Tage die Woche, dauernd als Team in der Schule als Standard. Wenn wir das haben, dann können sich die Lehrerinnen und Lehrer endlich wieder auf Unterricht vorbereiten, Unterricht halten und Unterricht nachbereiten, konzentrieren und all diese zusätzlichen Aufgaben
können dann Profis übernehmen, weil viele Lehrerinnen und Lehrer mittlerweile Aufgaben übernehmen, die gar nicht zu ihrem Portfolio gehören. Und da an der Stelle sieht man aber, dass es ein ähnliches Phänomen ist wie in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz sehen die Zahlen so aus, dass sich das eher aus den Forderungen, wie könnte es denn besser werden, ergibt. Herr Lamowski, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.